Mit Valeo wechseln Sie Ihren runden Luftfilter mit Leichtigkeit. Für den Luftfilterwechsel benötigen Sie feuchte Lappen, ein paar Handschuhe, Reinigungsmittel, einen Schraubendreher, einen neuen Filter. Öffnen Sie die Motorhaube und lokalisieren Sie den Filter. Entfernen Sie die umliegenden Teile, um den Zugang zum Luftfiltergehäuse freizumachen. Lösen Sie die Clips und/oder die Schrauben des Luftfiltergehäuses. Nehmen Sie den Deckel des Luftfiltergehäuses ab und dann den gebrauchten Filter. Überprüfen Sie den Zustand des gebrauchten Filters. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, nehmen Sie Kontakt zu Ihrer Werkstatt auf. Verunreinigungen können wichtige Teile des Motors beschädigen. Mit einem Lappen reinigen Sie das Innere des Luftfiltergehäuses und den inneren Teil des Deckels. Legen Sie den neuen Luftfilter passend in das Gehäuse ein und überprüfen Sie, dass er ordnungsgemäß fixiert ist. Verschließen Sie den Luftfilterkasten wieder mit dem Deckel. Befestigen Sie wieder die Clips und/oder Schrauben am Luftfilterkasten. Überprüfen Sie, dass alles korrekt befestigt ist. Starten Sie das Fahrzeug und überprüfen Sie den gleichmäßigen Motorlauf. Entsorgen Sie den alten Luftfilter in den Restmüll. Valeo empfiehlt den Luftfilterwechsel nach 15.000 Kilometern oder jedes Jahr bei der Inspektion.